zukündigt für die CDU-CSU-Fraktion Oswin Veit. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Soldatinnen und Soldaten, Reservistinnen und Reservisten, und davon sitzen auch hier in diesem Saale sehr viele, wofür ich sehr dankbar bin. Heute ist ein guter Tag für die Bundeswehr und für die Reserve. Der Schutz der äußeren Sicherheit unseres Landes ist eine, wenn nicht überhaupt, die Kernaufgabe. Und wenn es denn um viel Material geht die letzte Zeit, dann ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass wir der Bundeswehr als Parlamentsarmee die von uns an sie gestellten Aufträge auch so unterstützen, dass sie das auch personell kann. Und angesichts einer deutlich verschlechterten Sicherheitslage müssen wir mehr Menschen für die Bundeswehr gewinnen. Und das, das wissen wir alle, unter deutlich schwierigeren demografischen Rahmenbedingungen als jemals zuvor. Und darauf haben wir uns bei dem Koalitionsvertrag auch verpflichtet. Und wir wollen in diesem Vertrag auch verpflichten, die Attraktivität auch fortführen. Von vielen anfangs belächelt, sind seitdem zahlreiche Maßnahmen in der Agenda Attraktivität erfolgreich umgesetzt worden. Das hat ein Kollege hier besonders vermissen lassen, aber auf ihn werde ich nachher noch gerne eingehen. Uns darauf nur zu beschränken, die Dinge und die Defizite zu benennen und nur das Negative zu beschreiben, das machen wir nicht. Wir haben Wort gehalten und verbessern die Arbeitsbedingungen in Bundeswehr und Reserve Schritt für Schritt. Und das tut auch der uns heute vorgelegte Gesetzentwurf. Als Mitglied des Innenausschusses und zuständiger Berichterstatter seinerzeit meiner Fraktion durfte ich in der vergangenen Legislaturperiode an einem ganzen Bündel von Gesetzesveränderungen, Verbesserungen für die Soldatinnen und Soldaten mitwirken. Allem voran das Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz und, die meisten wissen das nicht mehr, das 7. Bundesbesoldungsänderungsgesetz. Sperrige Begriffe, die man da hört, und doch dahinter steht ein Dreiklang. Erstens bessere Arbeitsbedingungen, zweitens bessere Vergütung und drittens bessere soziale Absicherung für unsere Frauen und Männer in Uniform. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Dreiklang, er wirkt, und auch das ist wichtig, heute zu betonen. Ob zivil oder in Uniform, seit Beginn der 90er Jahre ging der Personalbestand der Bundeswehr deutlich und drastisch zurück. Und wir haben den Rückgang mittlerweile durch die von der Frau Bundesministerin initiierte Trendwende, sie ist mehrfach angesprochen worden, gestoppt. Und die Anzahl der Zeitsoldaten hat sich in den letzten Jahren um 6.500 auch erhöht. Auch das ist ein zählbarer, messbarer und auch, wie ich meine, erwähnenswerter Erfolg. Das ist der richtige Weg und ein schlagkräftiges Indiz dafür, dass wir uns auf dem richtigen Weg auch befinden. Die wichtigsten Punkte für die aktiven Soldatinnen und Soldaten sind in der Debatte bereits ausführlich erwähnt worden. Ich verzichte darauf. Aber wenn ich hier schon angesprochen bin, dann will ich auch deutlich erwidern. Als Reservist und Reserveoffizier des Deutschen Heeres, mittlerweile im 38. Dienstjahr dabei und Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, kann ich nur sagen, gilt mein und unser besonderes Augenmerk auch diesem Entwurf und vor allem den dort formulierten Verbesserungen für die Reserve. Und deshalb, Herr Kollege Kästner, an Sie. Sie haben ja quasi Ihren Vortrag uns hier zurechtgebrüllt, hatten aber wenig in der Sache zu sagen und wenig Substanz. Und deshalb mein Rat an Sie, Politik macht man mit dem Kopf und nicht mit dem Kehlkopf. Lassen Sie sich das gesagt sein. Und deshalb will ich Ihnen mal sagen, ja, wir haben Wahlen, noch bin ich Präsident, alles gut, ich weiß, wie Sie unterwegs sind. Ich will Ihnen nur sagen, was passiert ist. Sie haben das nicht erwähnt, aber es gehört dazu. Februar 2015 Attraktivitätssteigerungsgesetz, Mai 2015 Verbesserungen im Unterhaltssicherungsgesetz. Heute können wir sagen, fast jeder Reservist, der Wehr übt, bekommt nahezu dasselbe Geld wie auch der Aktive über seine Bezüge. All das sind Verbesserungen, die wir erreicht haben. Wir haben das Besoldungsänderungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben die Trennungsgeld- und Umzugskostenvergütungen verbessert und haben auch noch
die Auslandsverwendungszuschläge, in denen auch Reservistinnen und Reservisten sind, deutlich angehoben. Ich will schließen. Ich fürchte, das führt jetzt zu weit, wenn Sie alle Erfolge haben. Nein, das will ich auch gar nicht, Frau Präsidentin. Die Redezeit ist deutlich überschritten. Dann noch ein Satz. Die Redezeit ist deutlich überschritten, mit Verlaub. Dann ist das so. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Veit, aber das